Herzlich willkommen bei Gravities. Heute widmen wir uns einem Riesenproblem, was jeder wahrscheinlich zu Hause hat, nämlich vernünftiges WLAN in allen Räumen. Da kommt jetzt Netgear mit einem ganz neuen Produkt auf den Markt, nämlich dem Netgear Orbi. Das Produkt verspricht bestes WLAN auf bis zu 350 Quadratmetern in der ganzen Wohnung. Ob das wirklich funktioniert? Ich bin total gespannt und möchte das unbedingt jetzt ausprobieren. Wir schauen uns das Produkt jetzt einmal im Detail an. Da haben wir einmal eine CD und ein paar Unterlagen. Da haben wir den ersten Router, der quasi das Internetsignal für uns aufnimmt. Hier hinten mit den Anschlüssen auch für Internet und drei weitere LAN-Ports und ein USB-2-Anschluss. Ein Anschluss für den Strom und der Power-Button. Damit das WLAN aber auch in der ganzen Wohnung funktioniert, reicht nicht nur ein Router, sondern wir brauchen noch einen Satelliten. Den finden wir unter dem Router, einmal hier drunter. Vom Prinzip her genauso aufgebaut wie der Router, außer dass wir hier keinen Anschluss für die Internetverbindung haben, sondern vier LAN-Ports finden. Als letztes haben wir hier noch eine Box mit Kabeln, die wir zum Anschließen brauchen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Wir schließen es einmal an und schauen, wie gut es wirklich ist. Ich habe jetzt die Basis mit dem Router verbunden und den Satelliten im Haus an eine entsprechend gute Position aufgestellt. Anschließend laden wir uns die App im App Store runter, die Orbi Netgear App, und hier werden wir Schritt für Schritt durch die Installation durchgeführt. Wir machen ein neues Setup, wählen die RBK50 aus. Das haben wir alles gemacht. Next, next, next. Hier bekommen wir nochmal einen Hinweis, wo wir am besten den Satelliten platzieren, um optimales WLAN in der ganzen Wohnung zu haben. Bei einem mehrstöckigen Gebäude stellt ihr den Satelliten optimalerweise in den zweiten Stock. Wir drücken bei einmal wieder Next. Jetzt werden wir aufgefordert, uns mit dem WLAN des Orbi zu verbinden. Das haben wir schon im Vorfeld getan. Und nun verbindet er sich mit dem Orbi, richtet die Internetverbindung ein und testet diese einmal. Das ist geschehen. Nun sucht er den Satelliten. Den haben wir hier auch schon gefunden. Einmal den Satelliten auswählen, wieder Next drücken. Hier müssen wir einmal das Admin-Passwort festlegen und zwei Sicherheitsfragen festlegen. Das mache ich einmal ganz schnell für euch. Nun werden alle Einstellungen auf die Geräte übertragen und ihr könnt fröhlich lossurfen. Ist alles eingestellt, findet ihr hier eine komplette Statusübersicht über euer Gerät. Ihr seht, dass das Gerät online ist und ein Satellit verbunden ist. Ihr könnt auch euch anzeigen lassen, wie viele Geräte aktuell mit eurem WLAN im Netz unterwegs sind. Das war schon alles, was für Setup notwendig ist. Einmal bloß aufstellen und durch die App klicken, geht wirklich einfach. Und nun geht's an den Test. Wir vergleichen das WLAN mit unserem herkömmlichen WLAN, was wir vorher hier hatten. Als erstes vergleichen wir die Signalstärke vom alten und neuen WLAN. Dafür nehme ich die App Speedtest. Wir sind jetzt aktuell mit unserem alten WLAN verbunden und haben hier eine 25 Mbit Leitung. Das heißt, maximal können 25 Mbit hier im Test erreicht werden beim Download. Und los geht der Test. Wir sehen, dass wir mit dem alten WLAN maximale Downloadgeschwindigkeiten von 2,76 Mbit erreicht haben. Nun vergleichen wir es einmal mit Orbi. Nun sind wir mit Orbi verbunden und wiederholen den Test. Also wir sehen jetzt schon im ersten Test einen signifikanten Unterschied und erreichen fast die maximal möglichen 25 Mbit. Wir sehen, dass in unserem Fall das WLAN um ein Vielfaches besser ankommt. Wir haben das WLAN an verschiedenen Stellen im Haus nun getestet und hatten nirgendwo Probleme. Hier stehen wir jetzt im Garten, hier war mit dem alten WLAN überhaupt nichts mehr zu reißen und wir testen jetzt hier nochmal die Geschwindigkeit. Selbst hier erreichen wir noch Geschwindigkeiten von 16 Mbit aktuell und das ist einfach der Wahnsinn. Wir haben jetzt auf vier Geräten vier unterschiedliche YouTube-Videos laufen und bei keinem Gerät auch nur das geringste Problem. Ich bin vom Netgear Orbi absolut begeistert und wenn ihr Probleme mit dem WLAN habt, solltet ihr auf jeden Fall euch mal das Netgear Orbi anschauen. Meine Empfehlung auf jeden Fall und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieses und viele andere Produkte findet ihr natürlich auch in einem unserer über 40 Gravis-Stores. Wo der nächste ist, erfahrt ihr mit einem Klick auf diesen Button. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Kanal-Abo da, damit ihr immer über die neuesten Trends im Digital Lifestyle informiert seid.